Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Dirk Arnold. Ich bin Chefarzt der Klinik für Onkologie und Hämatologie hier am Standort Altona. Und die Klinik in Altona ist Teil des Asklepios Tumorzentrums in Hamburg. Das ist der Zusammenschluss aller Tumormedizin treibenden Kliniken oder Einrichtungen hier in Hamburg. Und ich habe heute das Vergnügen, Sie zu einem ganz besonderen Thema begrüßen zu dürfen, nämlich ein diagnostisches Thema. Wir sprechen heute nicht über moderne Behandlung, sondern wir sprechen heute über Diagnostik und über die spannende Frage, können wir denn Krebserkrankungen im Blut erkennen oder was muss passieren, damit wir sagen können, ob eine Krebserkrankung bei jemandem vorliegt? Ich will Sie eingangs mit ein paar Dias, mit ein paar Hintergrundinformationen in das Thema einführen. Dann freue ich mich besonders auf Ihre Fragen und die Antworten, und die wir zusammen dann zusammenbringen werden. Und nehmen Sie es mir am Anfang nicht übel. Das ist ein bisschen in manchem technischen, manchmal auch ein bisschen, sieht es wissenschaftlich auf den ersten Blick kompliziert aus. Aber ich werde Sie da, glaube ich, ganz gleitend damit durchbewegen, dass wir hier zusammen dann uns auf den Stand bringen, was denn bekannt ist bei dieser Diagnostik. Also, lassen Sie uns starten mit ein paar Bildern sozusagen zum Anfang. Wie gesagt, kann man Krebserkrankungen im Blut erkennen? Und darum soll es mehr oder minder gehen. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht einer Krebserkrankung auf diesem Bild. Das ist, Sie sehen es, da ist eine Leber, das ist dieses dreieckige Ding, und es ist ein Darm. Und Sie sehen, wir wissen, dass sich eine Krankheit von einem ganz frühen Stadium im Darm, das ist auf dem ganz linken Spalte dieses Bilds, zu einer metastasierten, das heißt einer gestreuten Erkrankung entwickelt. Und das ist eine Frage der Zeit. Tumoren wachsen lokal, das heißt an der Stelle, an der sie sind, und dann verbreiten sie sich über das Blut und dann setzen sie sich in andere Organe ab. Das ist eben der Prozess, den wir Metastasierung nennen. Und jetzt sehen Sie da unten so eine Reihe von Reagenzgläsern. Und da sind so spirillige Strukturen drin. Und diese spirilligen Strukturen ist das, was wir heutzutage besonders gerne nachweisen, nämlich das ist die DNA, die Erbinformation von Tumoren. Und die Frage ist, können wir die denn im Blut nachweisen? Und das rechts, zu welcher Situation können wir die nachweisen? Zur Früherkennung, dann um eine minimale residuale Erkrankung, das heißt eine minimale Resterkrankung nachzuweisen. Können wir es nutzen, um verschiedene Therapieoptionen zu identifizieren oder verschiedene Resistenzmechanismen, warum sozusagen eine Tumorkrankheit nicht mehr behandelbar ist. Und jetzt gehen wir sozusagen in die nächste Folie. Hoppala. Ich gehe nach vorne. So, darum soll es also gehen. Wir haben die Situation, dass wir einen Primärtumor haben, wie hier im Darm, und dass wir Metastasen haben, wie hier diese Absiedlung in der Leber. Und jetzt in dem Blauen stehen so ein paar englische Begriffe, was wir möglicherweise nachweisen können. Und bislang weisen wir genetische Veränderungen über die Gewebeprobe nach. Das heißt, wir entnehmen Gewebeproben, Sie kennen das vielleicht aus der Schilderung oder vielleicht haben Sie selbst eine Tumorerkrankung, dass wir eine Biopsie, das heißt eine Probeentnahme der Gewebeprobe machen. Und es gibt eine britische Wissenschaftlergruppe, die hat schon vor vielen Jahren hier diesen Tumor, das ist hier ein Nierentumor, sich vorgenommen und hat gesagt, möglicherweise ist es aber so, dass wo wir diesen Tumor bioptieren, wo wir die Probe entnehmen, ob an der einen oder anderen Stelle, wir möglicherweise zu einem ganz anderen Ergebnis kommen, was denn da für eine Krankheit da ist. Gar nicht, welcher Krebs das ist, das ist schon an allen Stellen gleich, aber welche genetischen Informationen denn da sind. Das war die Hypothese und das haben die in der Tat gezeigt. Diese Tabelle zeigt hier an verschiedenen Stellen, wo denn diese Probe entnommen worden ist, dass verschiedene Gene, die sind hier mit dieser Buchstaben-Zahlen-Kombination bezeichnet, dass verschiedene Gene an verschiedenen Stellen der Probenentnahme anders ausgeprägt sind. Also das heißt, wir haben einen Tumor, obwohl es der gleiche Nierenkrebs ist, der an Stellen völlig unterschiedliche genetische Informationen hat. Und jetzt kommt das Zweites hinzu. Das Zweite ist, dass möglicherweise auch die Zeit eine Rolle spielt. Darauf gehe ich jetzt gleich ein. Jetzt aber erstmal, wenn wir sozusagen das Gewebe untersuchen, dieses Tissue Profiling, wie das auf Englisch heißt, dann können wir diese Gewebeuntersuchung möglicherweise hinsichtlich des Vorliegens von Krebsstammzellen untersuchen oder hinsichtlich dessen, ob von dem Primärtumor denn Gewebe in
Tumorzellen nachweisbar ist, also ob rumschwirrende Tumorzellen nachweisbar sind oder ob eben die DNA, diese Erbinformation herumschwirrt und nachweisbar ist. Also drei verschiedene Dinge, die wir eben nachweisen können. Und die können wir aus dem Tumor nachweisen, aus dem Primärtumor oder aus der Metastase. Und die Schwierigkeit ist, wenn wir das im Blut nachweisen, dann wissen wir gar nicht, ob das aus dem Tumor kommt oder ob es dann aus der Metastase kommt, aus der Tumorabsiedlung. Also das heißt, wir haben das Problem der Heterogenität. Und wenn wir das nehmen, was wir heute so in der Schriftliteratur als Liquid Biopsy nehmen, also als eine Probenentnahme, eine Biopsie, Liquid heißt flüssig, aus dem Blut, dann haben wir da in irgendeiner Art und Weise was gemessen, was die Erkrankung, die Krebserkrankung auszeichnet oder charakterisiert. Wir wissen, dass es flüssige Bestandteile im Blut sind, aber dass wir möglicherweise auch Tumorzellen nachweisbar haben. Und die erste Frage vor vielleicht 10 oder 15 Jahren, die besonders hier in Hamburg in der Gruppe im UKE um Professor Pantl untersucht worden ist, ist, ob wir denn Tumorzellen im Blut von Patienten nachweisen können. Also nicht nur die DNA, sondern richtige, eigenständige Tumorzellen. Und das ist sozusagen so, wie man sich das vorstellen muss. Also der Tumor findet Anschluss an das Blutgefäßsystem. Dann sind sozusagen solche Absprengselteile vom Tumor, CTC heißt eine einzelne Tumorzelle, im Blutgefäß nachweisbar. Und dann ist eben die Frage jetzt, was kriegen wir besonders gut nachgewiesen? Entweder die gesamte Tumorzelle oder eben die Erbinformation des Tumors. Beides findet sich im Blutstrom, sodass wir eben diese Dinge haben, die wir möglicherweise brauchen, um die Krankheit zu charakterisieren. Die flüssigen Bestandteile, die nur so zum Blut gehört, und die festen Bestandteile, die wir nachweisen, um eben den Tumor zu charakterisieren. Entweder zirkulierende Tumorzellen oder eben die DNA, die Erbinformation des Tumors. Das sind sozusagen die Dinge, die wir jetzt eben nachweisen können. Und jetzt kommen wir in ein weiteres Feld. Das, was ich Ihnen gezeigt habe, ist das, was wir als örtliche Heterogenität bezeichnen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Ergebnisse der Erbinformation innerhalb des Tumors. Das habe ich Ihnen mit den Bildern vorhin gezeigt. Wir haben möglicherweise eine unterschiedliche Information zwischen dem Primärtumor und der Metastase und möglicherweise auch zwischen verschiedenen Bestandteilen der Tumorerkrankung. Also das heißt, da können wir eine Heterogenität haben. Aber auf der anderen Seite haben wir auch eine zeitliche Heterogenität. Was heißt das, zeitliche Heterogenität? Die Tumoren sind unterschiedlich zu Beginn, aber sie werden auch über die Zeit, über die Behandlungszeit unterschiedlich. Und das ist sozusagen das, was wir jetzt lernen, was wir jetzt sehen und wo wir jetzt eine Einwendung finden müssen, ob wir denn Früherkennung und Diagnose aus dieser örtlichen und der zeitlichen Heterogenität heraus haben. Es gibt Untersuchungen, die zeigen das hier an, die zeigen, dass wir verschiedene Tumorstadien einer Erkrankung haben und dass wir, je fortgeschrittener die Tumorkrankheit ist, desto mehr Tumorzellen oder desto mehr Tumor-DNA im Tumor haben. Das heißt also, Frage, können wir Krebs im Blut nachweisen? Da ist die Antwort ja, wenn es nur ausreichend viel Tumor ist, weil viel Tumor produziert viel DNA, produziert viel dieser Tumorzellen. Und da gibt es eine klare Korrelation. Wenn großer Tumor da ist, viel Tumormasse, dann können wir das wahrscheinlich auch sehr, sehr gut im Blut nachweisen. Aber ich will jetzt eins weiter gucken, nämlich nicht nur, was ist da und was ist ein großer Tumor, da brauche ich ja im Prinzip gar nicht den Nachweis im Blut. Ich will ja möglicherweise wissen, ob denn schon Tumor da ist, bevor ich den entdecke oder bevor der Patient den bemerkt oder nachdem Tumoren entfernt worden sind oder wir sie nicht mehr sehen. Bei vielen Erkrankungen, bei vielen Tumorkrankheiten ist ja die chirurgische Therapie oder die Strahlentherapie diejenigen Therapien, die den Tumor komplett zerstören oder wegnehmen. Und dann ist die Frage, ist dann der Patient definitiv geheilt? Ja oder nein? Ist es denn gelungen, wenn der Chirurg alles entfernt hat, dass ein Patient wirklich definitiv für den Rest seines Lebens geheilt ist? Und wir wissen, dass es leider nicht bei allen Patienten der Fall ist. Bei vielen kommt die Krankheit wieder. Die haben ein Rezidiv, wie wir sagen. Und jetzt ist die Frage, können wir denn über diese Blutentnahme, über diesen Tumornachweis, diesen Tumor-DNA-Nachweis im Blut auch nachweisen,
ob das denn bei einem Patienten individuell der Fall ist, ja oder nein. Und in der Tat, das können wir. Ich zeige es Ihnen hier mal an einem Beispiel. Das ist eine Untersuchung bei Patienten mit Darmkrebs nach einer Operation. Und Sie sehen, da gibt es zwei unterschiedliche Kurven hier. Das heißt Relapse Rate, also es kommt die Tumorkrankheit wieder. Und Sie sehen es hier, wenn die ctDNA negativ ist, keine Tumorzellen, dann ist sie nur bei 27% wiedergekommen. Und wenn die ctDNA, also der Tumornachweis im Blut, positiv ist, dann ist die Tumorkrankheit bei 100% der Patienten wiedergekommen. Also das heißt, da hilft es schon weiter. Und das ist sozusagen hier in dieser Kurve so die Überlebensprognose der Patienten. Das ist, wie lange sind Patienten ohne ein Rezidiv der Erkrankung? Und Sie sehen in Blau, die negativ waren, da waren nach 3 Monaten fast alle noch komplett und auch auf die lange Sicht fast kein Patient mit einem Rezidiv der Erkrankung. Und umgekehrt, wenn die DNA positiv war nach 3 Monaten, dann waren fast alle nach 10 Monaten mit einem Rezidiv der Erkrankung ausgestattet. Das heißt, da haben wir schon eine ganz deutliche prognostische Information. Jetzt sind diese gleichen Untersuchungen bei vielen anderen Szenarien, in vielen anderen Erkrankungen auch gemacht worden. Die Zeitintervalle waren auch kürzer. Man hat dann nicht mehr 3 Monate gewartet. Man hat dann schon 2 Wochen nach der Operation gesehen, ob denn die Patienten DNA-negativ sind oder ob sie DNA-positiv sind. Zum Glück waren mehr DNA-negativ hier wie da. Aber Sie sehen, die Prognose der Patienten mit DNA-negativ ist komplett unterschiedlich zu denen, die DNA-positiv gewesen sind. Also das heißt, wir können über diese Methode in dieser speziellen Situation nach Operation vorhersagen, ob Patienten ein Rezidiv entwickeln, ja oder nein. Und das ist so ein bisschen das, was uns heute unsere wissenschaftliche Herausforderung ist. Das heißt hier die Menge an Tumorlast. Wir sehen, wenn die DNA nach Ende der Chemotherapie negativ ist, dann bleibt der Patient möglicherweise auch Ewigkeiten negativ und wir können ihn in die Überwachung schicken. Aber wir arbeiten heute in diesem gelben Feld, wo wir das Rezidiv noch nicht sehen. Das ist hier oben. Das heißt Imaging Detection. Da sieht man dann der CT, dass das Rezidiv oder Metastasen da sind. Wir arbeiten heute in diesem gelben Bereich, bei dem wir eben die ctDNA entdecken, möglicherweise bevor die Tumorkrankheit wiederkommt. Und dann bleibt natürlich die Frage, ob wir denn da in diesem gelben Bereich dann besonders was tun können, wenn wir sehen, dass da eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass die Krankheit wiederkommt. Es gibt eine ganz neue Untersuchung, die ist erst 3, 4 Wochen alt. Und die geht genau dieser Frage nach, ob es denn sinnvoll ist, wenn Patienten DNA-Nachweis im Blut haben, nach einer Operation, ob man denn dann eine Chemotherapie machen soll. Das ist häufig so, dass wir so eine vorbeugende Chemotherapie empfehlen. Aber die Frage war hier, wenn wir nur Patienten ansehen, bei denen die DNA nach der Operation positiv gewesen ist, das sind diese 39 Patienten, und dann haben sie eine Chemotherapie bekommen, eine vorbeugende Chemotherapie, und ein ganz eindeutiges Ergebnis, wenn sie dann nach der Chemotherapie, nach Abschluss der Chemotherapie, negativ gewesen sind, dann haben die Patienten eine gute Prognose und waren fast alle geheilt. Und wenn sie nach der Chemotherapie immer noch positiv gewesen sind, dann haben die Patienten eine schlechte Prognose gehabt. Das heißt also, zum ersten Mal haben wir nicht nur eine prognostische Information zu Beginn, sondern wir können auch nach Ende der vorbeugenden Chemotherapie sehen, ob die denn erfolgreich gewesen ist und damit kein Rezidiv auftritt oder ob die nicht erfolgreich ist und ein weiteres Rezidiv oder ein weiteres Voranschreiten der Tumorkrankheit dann sehr, sehr wahrscheinlich ist. Also ganz irre, diese minimale Resterkrankung ist für uns sozusagen ein ganz extrem interessantes Therapiefeld. Jetzt 2 Dinge, die ich noch ganz kurz darstellen möchte, nämlich die Identifizierung von Therapieoptionen zum einen. Weil was wir haben, wenn wir eine Tumorkrankheit haben, ist das. Wir haben unendlich viele Mutationen, unendlich viele genetische Veränderungen. Und jede dieser genetischen Veränderungen, das ist hier so ein Schaltkreis, der das symbolisiert, so sieht es rein wissenschaftlich aus, wenn wir so eine Genanalyse machen. Jede dieser Veränderungen, rot heißt immer, hier ist eine genetische Aktivierung, blau heißt, da ist sie keine da. Aber jede dieser Veränderungen kann möglicherweise die Tumorkrankheit erklären. In jeder dieser genetischen Schritte kann die Erklärung für den individuellen Verlauf dieser Tumorkrankheit sein.
Und möglicherweise ist da auch der Ansatz für die entsprechende Therapie drin. Und wir haben in der Behandlung von Tumorerkrankungen ein Phänomen, das heißt Resistenz. Und ich will das Ihnen an diesem Beispiel erörtern. Das ist ein Tumor, ein Darmtumor in dem speziellen Fall. Der hat zwei genetisch unterschiedliche Anteile. Zum einen die hellblauen Zellen und zum anderen die violetten Zellen. Da ist eine Mutation oder eben keine Mutation da. Wichtig ist, wenn wir den Tumor behandeln mit einer entsprechenden sensiblen Therapie, dann kann es sein, dass wir diesen hellblauen Anteil hervorragend behandeln können, aber dass der Tumor dann trotzdem nicht kleiner wird, sondern die violetten Anteile nehmen wieder zu. Wenn wir dann eine Therapie finden, die die violetten Anteile behandelt, dann könnte es sein, dass wir wieder eine Repopulation, ein Wiederwachstum des hellblauen Anteils haben. Die Frage ist nur, wo stehen wir denn in der Tumorbehandlung, molekularbiologisch gesehen? Die Biopsie machen wir hier zu Anfang normalerweise, die Tumorgewebeprobe. Die machen wir nicht hier und die machen wir nicht hier. Aber wir würden eigentlich ja gern während der gesamten Tumorbehandlung wissen, ob wir denn jetzt mehr violette oder blaue Zellen, also mehr diese Mutation vorliegen haben, oder ob dieser Zustand da ist, weil dann würden wir entsprechend die Therapie anders auswählen. Das ist ein anderes Schaubild, das das Ganze genau gleich auch nochmal zeigt, ein bisschen komplexer. Hier haben wir verschiedene Klone von den Tumorzellen. Diese orangenen sind hier die hochsensiblen. Die werden dann durch eine entsprechende Therapie sozusagen gekillt und dann tauchen sie wieder auf. Und wir haben es während der gesamten Zeit mit verschiedenen Therapien, Chemotherapie, zielgerichtete Therapien, mit solchen Phänomenen zu tun, dass wir immer ein buntes Bild haben von bestehenden, neu auftauchenden Mutationen oder eben nicht. Und das ist in der Tat das, was dieses moderne Verfahren Tumor-DNA-Nachweis auch sehr gut kann. Nämlich wir sehen, dass wir ein Wiederkommen von klonalen Veränderungen in diesen Mutationen nachweisen können. Das heißt, wir können jetzt nicht nur sehen, ist die Tumorkrankheit da, ja oder nein, sondern wir können auch sehen, ob denn diese speziellen Mutationen da sind und können dann entsprechende Therapien, wie hier dann zum Beispiel, wenn eine Mutation da ist, mit einer Vakzinstrategie, mit einer Impfstrategie dagegen was tun. Also heißt, wir selektieren sozusagen die Erkrankung und wir selektieren auch Resistenzmechanismen. Ich habe hier noch so 2, 3 Beispiele, wo das auch durchgeführt worden ist, wo man einfach gesehen hat, ja, auch hier unter dieser Therapie wird diese ctDNA zur Therapiesteuerung für das Auftreten von diesen Mutationen verwendet. Und das sind so Überlebenskurven dann, dass nur Patienten, die grün hier sind oder den Patientenverlauf in grün ist, dass die eine lange Tumorkontrolle haben, weil eben bei ihnen in der ctDNA gezeigt worden ist, dass diese Mutation nicht vorliegt. Ich will ganz zum Abschluss, bevor wir in die Fragen und Antworten gehen, noch auf ein Thema eingehen, das mich ganz besonders fasziniert und ich glaube Sie auch. Nämlich, wir gehen hier ganz nach links. Screening und Monitoring. Das heißt, hier in diesem Schaubild sind wir hier in einer Situation, bevor wir eine Tumorkrankheit haben. Das ist die Anzahl von Genen, von Mutationen. Hier haben wir die Diagnose einer Tumorkrankheit. Jetzt haben wir uns sozusagen mit der minimalen Resterkrankung hier beschäftigt, wenn die erste Behandlung sozusagen über die Bühne gegangen ist. Aber die Frage ist, können wir denn schon in der DNA von Tumoren entdecken, ob eine Tumorkrankheit am Entstehen ist, bevor wir wissen, ob die Krankheit kommt oder nicht? Und möglicherweise können wir damit Screening untersuchen, wie die Mammographie, die Darmspiegelung, die Prostata-Vorsorgeuntersuchung oder das Hautkrebs-Screening, können wir das damit besser, präziser machen oder können wir es vielleicht sogar überflüssig machen, wenn wir sehen, dass wir Tumor viel besser über die DNA nachweisen können als über diese gesamten operativen Untersuchungen. Da ist die Wissenschaft noch nicht sehr weit. Ich will Ihnen mal zeigen, wo wir in etwa sind. Das nimmt dann Studien vor sich, die zum Beispiel hier eine große Studie 15.000 Teilnehmer haben. Und bei diesen 15.000 Teilnehmern ist sozusagen dann eben DNA gesammelt worden. Und die erste Studie war die Frage, ob denn hier bei Patienten mit einer Tumorkrankheit und Patienten ohne bekannte Tumorkrankheit das DNA-Profil sich unterscheidet. Die Frage Teil 1 ist,
bei welchen Tumoren ist es denn überhaupt geeignet? Ja, und die haben wir hier auf der rechten Seite. Bei Patienten, bei denen wir wissen, dass sie eine Tumorkrankheit haben oder die entwickeln, können wir bei zwischen 85% und 95% der Patienten sagen, dass wir diesen Tumor auch in der DNA der Patienten sehen. Das ist gut, aber es ist noch nicht wirklich ganz herausragend. Und die neueste Studie, von der haben Sie vielleicht gelesen, das war ganz groß im Spiegel und in der Laienpresse vor 3 Wochen, ist sozusagen die erste Studie, die gesagt hat, wir gucken jetzt nicht nur bei Erkrankten, sondern wir gucken auch bei Patienten, die überhaupt keine Erkrankung haben, die ganz gesund sind, die nicht wissen, ob sie eine Tumorkrankheit haben oder nicht, ob denn entsprechende DNA-Profile da sind. Das ist die Ergebnisse dieser ersten Studie mit ihren 6.600 Patienten. Da ist bei den 6.600 Untersuchten bei 92 Patienten, Sie lesen es hier in grün, ein Krebssignal entdeckt worden. Da hat die DNA angezeigt, dass hier möglicherweise eine Tumorkrankheit am Entstehen ist. Das sind 1,4% aller Untersuchten. Umgekehrt bei den 98,6% ist kein Krebssignal aufgetreten. Jetzt natürlich die spannende Frage bei den 92, bei denen so ein Krebssignal aufgetreten ist. Wie viel haben denn tatsächlich dann eine Tumorkrankheit gehabt? Na, bislang sind es noch nicht so wahnsinnig viele. Es sind bislang 35 der 92. 18 davon haben so einen soliden Tumor gehabt. Bei 17 der Patienten ist eine Leukämie oder ein Lymphom aufgetreten. 35 bei 92, das wäre ein schlechter Wert, wenn man sagt, bei 60 hat der Test ja umsonst Alarm gemacht und es ist gar nichts passiert. Aber die Nachbeobachtungszeit ist noch relativ kurz. Das können wir noch nicht definitiv sagen, ob es nicht noch mehr werden. Wie gesagt, das ist bislang erst ein Dreivierteljahr Nachbeobachtungszeit. Das heißt, mehr kann da ganz sicher noch kommen. So. Jetzt habe ich Ihnen eine ganze Menge an Dingen geliefert als Schaubild. Jetzt haben wir Zeit für Fragen. Und ich hoffe, dass es nicht zu kompliziert war. Ich will, bevor wir in die Fragen- und Antwortrunde gehen, nochmal dieses letzte Schaubild Ihnen einfach hier nochmal zeigen. Also das zeigt das, womit wir Tumorkrankheit heute am ehesten im Blut nachweisen können. Das ist nicht mehr Tumorzellen, sondern das ist die DNA von Tumoren. Wir können es ganz sicher, wenn wir fortgeschrittene Erkrankung haben, dann können wir schauen, ob wir große Tumormengen haben, welche Mutationen da sind, ob neue Mutationen, Sie sehen es hier in dem, mit den dunkelblauen und hellblauen Kurven auftreten und nicht mehr nur die grüne Mutation. Unser gerade weit entwickeltes Feld ist die minimale Resterkrankung und ihre Bestimmung. Und in Entwicklung und wahnsinnig interessant in der Zukunft die Frage, ob den Screening-Untersuchungen besser oder gar abgelöst werden können, wenn man DNA, Tumor-DNA denn vorher nachweist. Gut, das war jetzt, glaube ich, eine Menge an Informationen. Jetzt bin ich gespannt, was wir an Diskussionen oder an Fragen haben. Ich schaue gerade mal in die Fragen hinein. Wir haben eine Frage einer Erkrankten, die schreibt oder sie sagt, eine Dame, dass sie nach Diagnose einer frühen Brustkrebsstufe mit diesen Mammografien und diesen Vakuumbiopsien dann nach der Diagnosesicherung eine Operation und Bestrahlung hinterher gehabt hat. Und jetzt wartet sie auf die nächste Mammografie. Und in der Tat ist es so, dass man, wenn man sozusagen so eine Operation gehabt hat, Teil der Brust entfernt worden sind, die Bestrahlung gelaufen ist, dann natürlich die Frage bleibt, ist denn der Tumor jetzt in der Brust komplett weg oder tauchen denn diese Tumoren in der Brust wieder auf? Und die Frage ist sozusagen der Betroffenen, ist es denn gut, weil man soll ein halbes Jahr, nachdem man sozusagen einen Brusteingriff gehabt hat, keine weitere Mammographie einfach mit dem Verletzung oder mit dem mechanischen Reiz haben, ja oder nein? Und in der Tat, das ist eine extrem interessante Frage in dem Zusammenhang, weil man kann natürlich neue Tumoren in der neuen Mammographie sehen, aber man kann in der Tat frühes Brustkrebsrezidiv auch über die DNA im Blut erkennen. Da gibt es große Studienserien, die das jetzt schon aufnehmen. Und das heißt, ich bin mir sehr sicher, auch wenn es noch keine Routine ist, dass eben die DNA-Bestimmung aus dem Blut in genau der Situation, der Sie beschreiben, in Zukunft uns helfen kann, vorherzusagen,
man braucht sich keine Sorgen machen, da ist nichts, da ist keine DNA, da wird nichts passieren. Oder die DNA ist nachweisbar, da sollte man dann noch mal eben nachgucken, ob dann in der Brust ein Tumor ist oder ob sogar eine metastasierte Erkrankung vorliegt. Also das funktioniert schon bei Brustkrebs noch etwas weniger gut als bei Lungenkrebs oder bei Darmkrebs, aber das läuft sozusagen in Studien schon. Nächste Frage. Wie ist, inwieweit unterscheidet sich ein normaler Tumormarker von einem Biomarker und einer Liquid Biopsy? Ja, also normaler Tumormarker, das ist eine extrem gute Frage. Hatte ich mit gerechnet, dass die kommt. Normale Tumormarker sind ja sozusagen Eiweißbestandteile, die wir im Blut nachweisen. Zum Beispiel CEA bei Darmkrebs oder PSA beim Prostatakrebs oder andere Tumormarker. Die sind nicht sehr spezifisch. Das sind Eiweißbestandteile des Tumors, der Tumorkrankheit, die behandelt ist. Die sind zum Teil recht gut und recht genau mit der Menge von Tumor korrelierend, wie PSA beim Prostatakarzinom. Aber zum Teil korrelieren die in der Menge schlecht mit dem, was als Tumor da ist. Und im Unterschied zu DNA, die DNA ist viel, viel sensibler als diese Eiweiße wie CEA oder PSA. Das heißt, die Tumormarker wie ctDNA sind sehr, sehr viel genauer nachweisbar und sie verraten uns unendlich viel mehr über die Tumorkrankheit. Nicht nur, ob das Eiweiß da ist, ja oder nein, sondern die verraten uns auch, wie viel davon da ist und nicht nur, ob ein Eiweiß da ist, sondern ob eine Mutation da ist und welche Mutation da ist. Wieder das bunte Bild mit den vielen Zellen. Also das heißt, in diesem bunten Cluster, zu welchem Cluster von Tumoren das denn gehört. Also das heißt, es ist sensibler und wir lernen sehr viel mehr als mit den normalen Tumormarkern, die wir ja schon bei manchen Tumorarten seit 30 Jahren in der Verwendung haben. Jetzt kommt eine weitere Frage und die Frage ist, für welche Krebsarten empfiehlt sich diese Liquid Biopsy? Und das ist in der Tat ein schwieriges Thema, weil ich hatte Ihnen gerade gezeigt, in diesem breiten Spektrum, es gibt Tumorarten, bei denen das extrem sensibel ist, extrem gut funktioniert, da lassen die sich gut nachweisen. Und es gibt Krebsarten, bei denen lassen die sich nicht so gut nachweisen. Und es liegt daran, nicht an den Tumorarten, sondern es liegt an den Mutationen. Ich bleibe bei dem Beispiel wieder Lungenkrebs. Bei Lungenkrebs wissen wir, es gibt so 2, 3 Handvoll von Mutationen, die sind ganz typisch für das Vorliegen von Lungenkrebs. Nach denen können wir ganz spezifisch gucken. Die DNA, die Erbinformation von Tumoren, die enthält ja wahnsinnig viele Informationen, wie die DNA ja auch für uns als Menschen unendlich viele Informationen hat. Und nur die ganzen Informationen zu haben, hilft weniger als spezielle Mutationen zu haben, die die Krankheit ganz klar charakterisieren. Das heißt, die Frage der Sensibilität bemisst sich nicht nach dem, ob DNA da ist, sondern die bemisst sich danach, ob wir hier spezielle Mutationen haben, die ganz typisch für diese Erkrankung sind. Jetzt geht hier die Frage von dem Teilnehmer ganz klar in eine Tumorart, nämlich Hodenkrebs. Hodenkrebs ist so mittelgut. Mittelgut, weil da gibt es keine so eindeutigen molekularen Veränderungen, die ganz klar dafür sprechen. Das heißt, bei Hodenkrebs sind wir da eher noch im Anführungszeichen experimentellen Stadium oder in den Kinderschuhen. Da würde ich noch nicht eine Therapieempfehlung auf den Boden einer Liquid Biopsy gründen. Umgekehrt bei Lungenkarzinom, darum habe ich das Beispiel genommen, oder bei Darmkrebs, würde ich das schon, weil da sozusagen die Verlässlichkeit höher ist. Aber ich bin mir ganz sicher, auch bei Hodenkrebs oder bei Tumorarten, bei denen es heute noch nicht so gut klappt, werden in den nächsten Jahren molekulare Marker für die Krankheit relevant sein, die wir in der ctDNA, also in der Tumor-DNA im Blut, nachweisen können. Ja, das waren die Fragen, die ich bisher habe. Gibt es noch weitere? Kommt eine Frage nach dem Preis, nach der Untersuchung, wie teuer sowas ist. In der Tat eine extrem gute Frage. Das ist nicht günstig. So eine Liquid Biopsy kostet in etwa 4.500 bis 5.000 Euro gerade pro Untersuchung. Das ist für eine Liquid Biopsy aber gar nicht so viel teurer als für eine genetische Untersuchung, die am Tumorgewebe durchgeführt wird. Das Teure daran ist nicht Liquid Biopsy oder Tumorbiopsie. Das Teure daran ist die molekularpathologische Analyse entweder des Gewebeprobe oder
der Liquid Biopsy. Die Preisunterschiede zwischen Liquid Biopsy und zwischen Gewebeprobe, die sind nicht hoch. Das macht nur 200, 300 Euro Unterschied. Das Teure ist eben die genetische Sequenzierung, die eben zwischen 4.500 und 5.000 Euro kostet. Aber bei manchen Tumorarten ist es in der Tat auch schon erstattungsfähig. Das heißt also gerade bei Bronchialkarzinomen, das ist das allererste, ist es schon eine Leistung, die über die Kasse auch berechnet werden kann. Und wie gesagt, wenn die anderen Tumorarten das zeigen, dass Therapieentscheidungen dann auch auf dem Boden von Liquid Biopsy auch einen Prognoseunterschied für den Patienten ausmachen, dann wird auch das übernommen werden. So, jetzt kommen weitere Fragen. Ja, die gehen fast in diese Richtung. Ab wann wird die Liquid Biopsy in der normalen Patientenversorgung sein? Na, wie gesagt, das hängt so ein bisschen davon ab. Erstens, wie gut es nachzuweisen ist. Klammern, das wird nicht das Problem sein. Aber wenn die Studien abgeschlossen sind, die zeigen, dass aufgrund der Liquid Biopsy und der Ergebnisse dessen oder der Krebs-DNA-Bestimmung im Blut, dann auch andere Therapien angewandt werden und diese andere Therapien dann auch zu einer anderen Prognose von Patienten führen. Das ist beim Lungenkrebs, wie gesagt, als einziges bisher gelungen. Da ist eine Liquid Biopsy extrem gut und hilfreich, weil Sie können sich vorstellen, eine Wiedergewebeprobeentnahme aus der Lunge heißt wieder eine Lungenbiopsie, gibt eine große Gefahr, dass dann ein Pneumothorax entsteht, also dass Luft in den Lungen zwischen Wirbelraum eintritt. Und das ist das Ganze dann irgendwie sozusagen komplikationsreich macht. Darum sind wir bei der Lunge froh. Und bei der Lunge ist eben auch untersucht worden, ob denn aus der Liquid Biopsy dann eine andere Therapieempfehlung nach sich kommt, ob da spezielle Mutationen da sind, die dann eine andere medikamentöse Behandlung folgen lassen. Und es ist dort gelungen. Und ich glaube, das wird bei anderen Tumorarten auch kommen. Ich glaube, dass Darmkrebs die nächste Erkrankung ist. Dann wird Brustkrebs kommen. Und dann haben wir ja schon mal die drei ganz großen Tumorerkrankungen da in der Erstattung. Aber ich bin mir recht sicher, dass das nur noch maximal 2 Jahre dauern wird, bis wir das bei den drei Tumorarten haben. So, jetzt kommt eine Frage nach zirkulierenden Tumorzellen. Ja, wie gesagt, zirkulierende Tumorzellen war vielleicht vor 10 Jahren das absolut Hippe, weil dann man gesehen, okay, zirkulierende Tumorzellen im Blut, die vom Tumor irgendwie in das Blutgefäßsystem kommen, die zeigen, die Krankheit ist da. Stimmt. Heute, Schritt weiter, heute nehmen wir nicht die zirkulierende Tumorzelle, wir nehmen die DNA, wir nehmen die Erbinformation der Tumorzelle, weil da lernen wir sehr viel mehr daraus. Erstens, weil wie die Prognose angeht, zweitens, auch welche genetische Veränderung denn da ist. Ne? Also insofern, zirkulierende Tumorzellen, wie das manche Labore anbieten, ja, da kriegt man eine gewisse prognostische Information, aber man weiß nicht, welche Mutation da ist, welche Veränderung. Und man hat nur die prognostische Information, kann mit der zwar auch was anfangen, aber bei weitem nicht so gut wie mit der ctDNA. Also ich glaube, dass zirkulierende Tumorzellen heutzutage eigentlich keinen Stellenwert mehr haben. So, und jetzt haben wir aktuell keine weiteren Fragen. Aber ich warte noch sehr kurz. Also ich glaube, um das vielleicht kurz zusammenzufassen, um die Möglichkeit nochmal zu geben. Ah, da kommt noch eine nach einem malignen Melanom. In der Tat, auch Melanom ist extrem interessant in der Nachweissituation. Melanom hat den Vorteil, dass das relativ gut molekularpathologisch zu charakterisieren ist. Da gibt es nicht so unendlich viele Mutationen. Und Melanom ist natürlich klinisch wichtig, weil Sie wissen, Melanom sieht man häufig gar nicht an den Hautstellen, die da befallen sein können, an Schleimhäuten oder auch Melanom im Inneren der Schleimhäute des Darms etc. Also deswegen ist diese Untersuchung beim Melanom extrem interessant, aber da laufen die Studien noch, die sozusagen die prognostische Bedeutung untersuchen. Gut, jetzt haben wir da die Fragen. Ich warte noch auf weitere Fragen, aber ich glaube, ich habe Ihnen jetzt die drei Hauptanwendepunkte schon gezeigt. Also minimale Resterkrankung nach chirurgischer Entfernung, Nachweis DNA ja oder nein. Interessant. Dann das zweite, Verlauf der Erkrankung mit den DNA-Veränderungen während der Erkrankung und den DNA-Veränderungen, die durch die Therapie kommen. Ich glaube, das ist das spannendste Feld für die Zukunft. Und die Frage, kann man DNA schon nachweisen, bevor man eine Tumorkrankheit hat?
Da habe ich Ihnen die Daten gezeigt von den 5.000 oder 15.000, 6.000 oder 15.000 Patienten, aus denen wir gerade da das meiste dazu lernen oder darüber lernen. Gut, jetzt gucke ich nochmal. Jetzt gibt es eine Frage. Frage nochmal nach der minimalen Resterkrankung. Das ist wirklich ganz irre. Das hilft tatsächlich bei der minimalen Resterkrankung, der Nachweis von DNA, auch zu unterscheiden, wenn da noch Veränderungen im CT oder Veränderungen in der Darmspiegelung oder wo auch immer da sind. Das hilft auch zu unterscheiden, ob das denn Nekrose ist, totes Gewebe, oder ob das eben noch lebendes Gewebe ist. Ne? Also immer wenn DNA nachweisbar ist, dann kann man davon ausgehen, da lebt noch was, die Tumorkrankheit ist noch aktiv. Wenn keine DNA mehr nachweisbar ist, auch wenn noch Veränderungen da sind, dann kann man davon ausgehen, dass die tot sind. Und das Irre ist so ein bisschen, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, die Halbwertszeit dieser DNA ist extrem kurz. Und das ist unterschiedlich zu den Tumormarkern wie CEA oder PSA. Bei denen ist wichtig, wann man sie bestimmt. Aber die DNA hat so eine kurze Halbwertszeit, die wird sofort immer auch abgebaut. Und wenn kein lebender Tumor mehr da ist, dann haben wir auch sozusagen nach 2 Stunden nur noch die Hälfte der DNA, nach 4 Stunden nur noch ein Viertel, nach 8 Stunden nur noch ein Achtel, etc., etc. Das heißt, wir haben sozusagen mehr oder minder nach 2 Tagen keinerlei DNA mehr nachweisbar. Also durch die sehr kurze Halbwertszeit ist es ein sehr genauer, auch zeitlich sehr genauer Test. So, jetzt kamen immer noch ein paar Fragen rein. Jetzt kommen keine mehr. Und ich glaube aber, wir haben jetzt in der Tat auch alle Fragen und alle Themen rund um das Thema der Tumor-DNA und der Liquid Biopsy beantwortet. Also ganz wichtig nochmal, dass Sie unterscheiden. Liquid Biopsy heißt, irgendwas wird aus dem Tumor entnommen, ist in der Flüssigkeit, im Blut nachweisbar. Das können Tumormarker sein, die sind unspezifisch. Das können zirkulierende Tumorzellen sein, die geben einen prognostischen Hinweis. Aber am interessantesten heutzutage ist eben die DNA, das heißt die Erbinformation aus dem Plasma, aus der Blutentnahme. Weil da wissen wir nicht nur was über die Prognose, sondern auch, wie sich die Mutationen verändern. Damit haben wir 40 Minuten gehabt. Hoffe ich, Ihnen es nicht zu kompliziert erklärt. Danke Ihnen fürs Zuhören, danke Ihnen fürs Dabeisein. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an Ihren Onkologen im Asklepios Tumorzentrum wenden. Sie können auch gerne sich direkt an mich wenden. Alle Onkologen oder alle onkologischen Disziplinen kennen sich mit dieser Technik inzwischen aus. Und ich glaube, es ist ein ganz faszinierendes neues Feld und freue mich, wenn Sie das weiter aktiv begleiten, mit dabei sind. Ihnen alles Gute.